Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Joseko und wir spielen Brotato und heute sind wir krank. So, den spielen wir. Wir spielen ihn mit der SMG und ich höre jetzt im Hintergrund nach 12 Sekunden meinen Hund. Ihr kennt das. So ist die Nummer. Der Char an für sich ist recht simpel, wenn man ein paar Kleinigkeiten richtig macht. Also die Fähigkeit, dass wir hier jede Sekunde einen Schaden kriegen, ist eher egal. Da kennen wir auch Items, die genau denselben Effekt haben. Ihr müsst da durch. Ich muss es auch hören. Der Hund frisst im Hintergrund. Wir nehmen den Damage mit. Hier nehmen wir die SMG mit. Dann nehmen wir die nächste SMG mit. Wir nehmen mehr Harvesting mit in der nächsten Runde und gehen erstmal weiter. Wir kriegen drei Bosse. Das ist sehr schön. Ich mag das. Denn damit kriegen wir auch, wenn wir es schaffen, drei rote Karten. Jeder Fußballer würde sagen, hey, ich will auch eine rote Karte, damit ich nach Hause kann. So. Wir haben eine Menge Life Leech, das ist ein Vorteil, den sollten wir uns auch nicht irgendwie versauen. Am Anfang sieht das noch so aus, als wäre das ein Problem, weil wir jetzt nur 10 HP haben. Allerdings löst sich das gleich auf. So, was nehmen wir mit? Nichts davon, wir würfeln lieber mal neu. Gucken mal, dann hier Attack Speed meinetwegen, Harvesting. Und einmal rerollen. Nochmal. Da ist halt nichts bei. Ne? Wir haben kein Glück. Okay. Go. Wave 3. Wenn wir ein paar Gegner mehr haben, mehr Schaden machen, kriegen wir auch weniger Schwierigkeiten. Deswegen am Anfang ist das kein großer Akt, dass wir da ein bisschen im Leben runtergehen. Ich weiß auch nicht, warum sie ausgerechnet jetzt frisst. Ist überhaupt nicht ihre Uhrzeit. Aber ja, sie hat wohl Hunger. Habt ihr auch Haustiere, Hund oder Katze? Fände ich auch mal interessant. So. Dann nehmen wir hier auf jeden Fall nichts davon mit. Ich möchte Range Damage haben, auch wenn es nur einer ist. Engineering auf gar keinen Fall. Nochmal zwei Range Damage passt. Dann nehmen wir auch den... Oh, nehme ich den Knockback auch mit? Ja, mache ich. So, dann nehme ich mit das Würmchen, weil ich das später brauche. Gibt nämlich ein Item, auf das ich hoffe. Ich habe den Run ja schon mal gespielt. Nicht nur einmal. Bin sehr dumm jedes Mal gestorben. Einmal habe ich mich selber getötet, indem ich diesen Ghost genommen habe. Plus 3 Leben und dafür startet man mit einem Leben. Total dumm. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Und das andere, da habe ich mir diese Triangel da genommen, die plus 20 Damage macht und für jedes Mal, wenn du Schaden bekommst, minus 2 Damage. Ja, das war auch nicht ganz so klug. Aber dabei habe ich dann herausgefunden, das zählt wirklich für jeden Schaden, den man bekommt. Und nicht, wie ich mal in einem anderen Video, glaube ich, erwähnt hatte, dass ich gedacht habe, ja, du kriegst nur einmalig minus 2. So, den nehmen wir mit, die 12 nehmen wir mit, dann nehmen wir den mit. Und da ist er auch schon. Das war das Viech, der Weird Ghost, der mich getötet hat. Diesmal tut er das nicht. Ich habe nämlich kein Geld, um ihn zu kaufen. Was vielleicht auch ganz gut so ist. Gut, Wave 5 dürfte auch kein Problem werden. Wir brauchen jetzt noch Sachen, die dafür sorgen, dass wir hier AOE haben. Deswegen gehe ich auch so viel auf Damage nochmal. Den werden wir nämlich dafür brauchen, sonst haben wir ein Problem. Okay. Und was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, ist ein bisschen mehr Movement Speed, nicht viel. Und ein bisschen mehr HP. Damit wir nicht auf Defensive setzen müssen, sondern dass wir den Schaden fressen können und uns dann einfach gegenheilen. So ist mein Plan. Rerollen. Nochmal rerollen. Auch nichts dabei. Zwei Range Damage, die nehmen wir mit. Wir nehmen den Crit mit und wir nehmen davon nichts mit. Da ist die weitere SMG. Dann haben wir hier nichts. Was kann man mitnehmen? Range will ich jetzt nicht verlieren. Die Bandana will ich haben. Das ist eins der Items, die ich schon mal gut finde. Ich reroll nochmal, habe aber noch nicht das richtige Item, was ich haben will. Kriegen wir aber noch. So, Wave 6. Das Bandana ist natürlich richtig cool, wenn wir dann anstatt ein Gegner immer zwei treffen, hat das für uns einen riesen Vorteil. Weil das auch gleichzeitig bedeutet, dass wir mehr Heilung bekommen und uns erlauben können, in mehr Sachen reinzulaufen. Und gleichzeitig natürlich, dass wir dadurch einige Gegner mehr töten. War da nicht ein Kistenläufer? Nee. Habe ich mir eingebildet. Okay.
hätte gerne noch mehr Bäume. Da ist leider nicht genügend Baum. So, hier nehmen wir mit nichts davon. Range Damage nehmen wir mit. Die Bandana nehmen wir mit. Die SMG natürlich ganz klar. Und hier ist noch eine SMG. Das passt so. Okay, den Rest wollen wir nicht. Wave 7. Und jetzt sollten wir auch hier keine Probleme kriegen. Dadurch, dass wir eine Menge Range Damage haben und vor allen Dingen, dass wir alle Ziele immer treffen, also mehrere, ist das Bandana dafür gut geeignet, auch eine komplette Wave zu killen. So, der ist groß geworden. Single Target merkt man jetzt, haben wir doch ein paar Schwierigkeiten noch. Da sollten wir uns vielleicht was einfallen lassen. Mein erster Gedanke war, so habe ich es auch beim ersten Versuch geschafft, wo ich dann am Ende dummerweise den Getriangel genommen habe, habe ich mit noch zusätzlich hier Raketenwerfern gespielt. Die waren dafür zuständig, das Spielfeld zu säubern. Jetzt wird nach dem Fressen getrunken. Ihr hört schlapp, schlapp. So, wir nehmen ein bisschen Lack mit, das schadet nie. Wir nehmen die günstigeren Sachen mit. 31 ist mir zu niedrig. Ich hätte das Item aber gerne, deswegen ziehen wir das jetzt so bis Welle 15 einfach mit. Nächste SMG, Piercing Damage haben wir nicht. Nächste SMG. Dann nochmal, oh, das wollen wir haben und das. Wave 8. So, dass sie gerade getrunken hat, ist sie jetzt fertig mit allem. Die frisst nicht viel, auch wenn sie groß ist. Nee, sie kriegt einmal am Tag kriegt sie ihr Nassfutter. Und dann hat sie immer noch einen anderen Napf, wo ihr Trockenfutter drin ist. Wenn sie dann noch Hunger haben sollte, dann geht sie da und dann frisst sie noch ein kleines bisschen. Also das Hauptessen ist schon durch heute. Waren heute nur schon zweimal lange draußen und normalerweise ist nur eine Runde sehr lang mit 3 Stunden. Aber hat sich so ergeben, dass wir heute Nachmittag dann nochmal eben raus sind. Okay, dann sammeln wir hier mal fleißig weiter Punkte ein. Ja. Aber die sterben auch ziemlich gut dafür, dass wir Single Target nicht wirklich stark sind, gefühlt. Das nehmen wir nicht mit. Dann gucken wir mal. Die wollen wir eigentlich alle nicht haben. Ich nehme hier lieber nochmal 12 Damage mit. Die sind auch schlecht, aber noch ein bisschen Range ist auch okay. Da verlieren wir 10 Damage, das ist okay. Dafür nehmen wir die SMG mit. Wir müssen mehr Damage reinbekommen. Das können wir machen. Da ist doch eine Kanone, die ist sehr schön. Die will ich haben. Nächste Runde. Ihr werdet noch merken, warum ich das unbedingt haben will, dass ich so viel Damage mache. Denn es gibt da so ein Item, das kostet uns 30 Damage. Dafür cleart es uns alle Waves. So, durch das Bandana haben wir mit der Wave hier gar keine Schwierigkeiten und können richtig gut looten, was wir ja zum Glück sehr früh bekommen haben. Ansonsten kann man die Wave auch schon gut spielen. Also das Bandana ist nicht so wichtig, das habe ich eben zwar auch bekommen, aber um einiges später. Und bin dann trotzdem sehr gut hier zurechtgekommen. So, mich stört mein Lebenspool trotzdem mit 34. Wir sind sehr gefährdet, wenn wir Schaden bekommen. Okay, wir werden wohl Level 13. 12 ist ja das Ziel. Also Schaden, münztechnisch und leveltechnisch stehen wir auch in Ordnung da. Level 13 gerade erreicht. Die Bank will ich mal nicht haben. Ich nehme hier Attack Speed mit. Ich nehme Range Damage mit. Ich nehme die Kanone mit. Oh ne, die Armor nehme ich jetzt mal nicht mit. Dann nehme ich das mit und das mit. Reroll nochmal. Und hoffe darauf, dass wir irgendwie was mit Damage kriegen. Das können wir natürlich auch nehmen. Und dann gehen wir weiter. So, ich finde, man sollte sich am Anfang ein ungefähres Bild machen, in welche Richtung man geht. Und sollte da auch straight drauf zuarbeiten. Wenn man von allem ein bisschen was nimmt, dann hat man nachher so ein Mischmaschbild und die sind meistens nicht so stark. Deswegen schaue ich mir das immer mal an kurz,
Da verscheitere ich dann, nehme ich auch verschiedene Waffen und sowas alles mit. Einfach mal zu gucken, ja, womit habe ich so das beste Gefühl. Und das entscheidet, welchen Bild ich dann spielen will. Welche Items ich dazu brauche, da denke ich dann auch ein bisschen drüber nach und starte den. Bis jetzt habe ich noch keinen Char gehabt, wo ich mehr als, lass mich nicht lügen, ich glaube 8 Anläufe brauchte, bis der durch war. Inklusive dem Testrun. So. Und auch hier sind wir jetzt im dritten oder vierten. So. Das nehmen wir mit. Die Max HP nehmen wir mit. Den Rest, ah doch, die 6 HP nehmen wir mit. Die 6 Range. Und das ist das, was ich meinte mit dem Harvesting. Wir kriegen einen Damage. Und dafür kriegen wir dann halt 40 Harvesting. Das Item, daher kennen wir ja eigentlich die Fähigkeit schon so. Jetzt kriegen wir 2 Schaden. Ich habe es nämlich mitgenommen. Wir rerollen nochmal auf eine neue SMG. Rerollen nochmal, vielleicht kommt ja was Cooles. Nein. So, jetzt haben wir den Char eigentlich die Schwierigkeit verdoppelt. Oh. Okay, Boss tot. So, jetzt geht es darum, einfach nur noch hier Sachen einzusammeln. Schaden haben wir, wie ihr merkt, sehr, sehr guten. Und wir können das auch gegenheilen, dass wir jetzt 2 Schaden pro Sekunde kriegen. Ne? Schwierigkeitsgrad verdoppelt. Ist keine große Sache. So, dadurch, dass wir uns halt wirklich super gut heilen können, uns fehlen jetzt die Gegner, damit wir uns heilen. Und das muss man auch erstmal schaffen. Jeder vierte Schuss heilt uns. Dementsprechend ist es gut, dass wir so viel schießen. So, sehr schön. Level 15 und eine rote Karte. Was kriegen wir? Das ist das Item, was ich jetzt nicht unbedingt haben wollte. Doch, das ist genau das, was ich wollte. Es ist der Attack Speed, der runtergeht und nicht der Damage. Da habe ich die falschen Items mitgenommen. Aber das können wir uns erlauben. Wir sind im Attack Speed immer noch im Plus, taken wir. Das nehmen wir mal nicht mit. Das Item mit dem Crit nehmen wir wiederum mit. Hier hätte ich gerne mehr Attack Speed, weil wir den gerade verloren haben. Dann sind wir nämlich wieder auf 30%. 49 Leben ist mir noch zu wenig. Wir rerollen und gucken mal, was wir sonst noch kriegen können. Da ist nochmal eine SMG dabei. Dann haben wir hier nichts Tolles. Wobei selbst das hier ist an für sich nicht so verkehrt. Ja, wir haben dann immer noch minus 92 HP Regeneration. Und da ist das andere Item, was mich gekillt hat. Die Triangel. Harvesting. Wir kriegen 5% weniger Gegner. Nein, das wollen wir nicht haben. Attack Speed und Range verlieren einen Armor. Armor sind wir eh schon im Minus, deswegen passt das. Wir haben weder Armor noch Dodge. So, jetzt brauchen wir natürlich hoffentlich immer gute Gegnerwellen. Ja, ist gar kein Problem. Also, wir haben sogar zu wenig Gegner für den Schaden, den wir hier permanent kriegen. Eventuell sollte ich nochmal versuchen, ein bisschen mehr Lifesteal reinzukriegen. Nicht viel, aber so ein bisschen würde da, glaube ich, nicht schaden. Damit die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns heilen, noch höher ist. Weil die Gegner sind ja irgendwie instant tot, existieren nicht, rausgepatcht. Aber hey, es ist Welle 12. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Es geht ja erst später los, dass die Gegnerwellen so massiv werden. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass wir beim Endboss wesentlich weniger Gegner haben. So, ne? Da ist es dann schon schwieriger, sich zu heilen, wenn man keine Gegner hat. Normalerweise sollte man froh sein, dass da nicht so viel Trash rumläuft, aber kann auch ein Nachteil sein. Wie viel Speed haben wir? 3. Ich nehme den Speed mit. Ah, das wäre als Midi gut. Und gehe ich auf den Rocket Launcher, der war für den Rave Clear gut. Jetzt ist aber das Ding auch, ich nehme den mal mit. Jetzt muss ich mir nur überlegen, ob das so sinnvoll ist, weil der könnte auch Probleme bereiten. Ich gucke erstmal nach, wir würden da nochmal Dodge verlieren, wir rerollen weiter. Das ist ganz schlecht, das wollen wir haben. Und zwar kann es deswegen ein Problem sein mit dem Rocket Launcher, weil der langsam schießt.
So, wir brauchen halt super viel Gegner und schnelle Schüsse, damit wir uns hochheilen. Und wenn der Rocket Launcher jetzt mit einem Schuss quasi eine ganze Gruppe wegmacht, haben wir halt ein Problem und ja, können die nicht mehr zum Heilen nutzen. Der hat halt, ne, mit einem Schuss die Möglichkeit, 5 Gegner zu töten, aber wir haben nur eine Chance, dass wir Heal dafür kriegen. Würde aber noch sagen, es funktioniert noch und es werden mehr Gegner, also waren die Bedenken vielleicht ein bisschen zu stark und unnötig. So. Gut, gleich kommt auf Welle 15, meine ich, der nächste Boss. Wir hatten ja 3 Bosse, was ich sehr gut finde. Da wird natürlich auch der Boss dabei sein, den ich nicht leiden kann. Das wird eventuell ein Problem werden. Den will ich jetzt nicht haben. Eine Crit-Chance nehmen wir mal mit, weil sie rot ist. Dann Attack Speed geht runter, das können wir uns erlauben. Dodge geht runter, das können wir uns erlauben. Enemy Speed geht hoch, das nehmen wir mal mit. Hier, die werde ich mal combine, dann hole ich mir die SMG. Weil die Gegner kommen eh nicht an uns ran. Dann können sie ruhig schneller sein für 15 Max HP und ich könnte danach auch dann die Handcuffs nehmen. Ist das... Nee, kein Boss. Ich dachte, das wäre eine Bosswelle, hat sich so angehört, die Musik wurde ein bisschen anders. So, guck mal, was wir Schaden kriegen, weil wir keine Gegner haben. Gegner? Wo sind meine Gegner? Ich brauche mehr Gegner. Hallo, ich brauche mehr Gegner. Okay, sind wir full life und jetzt geht's hoch. Okay. Immerhin etwas. So ganz ohne Gegner ist es halt nicht so schön. So, aber auch hier, man sieht es schon, keine allzu großen Schwierigkeiten, außer dass ich mich nicht heilen kann. Ich darf mir nicht erlauben, Schaden zu bekommen. Ich kriege das nicht gegengeheilt bei den wenigen Gegnern, die ich hier aktuell habe. Ja. Schwierig, schwierig. HP-Regeneration bringt mir gar nichts. Wir nehmen mal hier Lifesteal oder das letzte Mal Max-HP. Ich nehme nochmal Max-HP. Dann nehme ich hier die... Ja, ich kann mir mehrere Sachen leisten. So, das Alien Baby. Und ich nehme dann auch jetzt schon das Item. Dann habe ich maximal 73 Leben. Das ist okay. Ja. Nächste Runde. Hier ist ein Boss drin. So, hier muss ich aufpassen mit dem Boss. Nicht, weil er eine Gefahr darstellt, sondern weil ich aufpassen muss, dass ich trotzdem mit der HP nicht runtergehe. Zack, da ist er weg. So easy geht das. Weil ich muss immer noch bedenken, ich muss mich heilen. So, wunderbar. Schon geil, oder? Ein sehr starker Bild. So. Eigentlich bin ich nur unterwegs, hier Münzen zu sammeln. So, da ist auch nochmal eine. Heilung brauchen wir nicht. Wir clearen einfach die ganze Map. Und vor allen Dingen, wir haben Single-Target-Schaden. Dadurch, dass wir auch ein bisschen Speed haben, sind wir auch in der Lage, vor den Kugeln wegzulaufen, weil wir schneller sind. Das wollen wir jetzt nicht haben. Das wollen wir auch nicht haben. Das wollen wir auch nicht haben. Jetzt könnten wir Damage... Brauchen wir noch mehr Range Damage oder gehen wir ein bisschen auf Dodge, dass wir doch noch... Nee, wir bleiben auf einem Full-DPS-Bild, ich hoffe. Und ziel darauf ab, dass wir die Gegner tot haben, bevor die das erste Mal zum Schaden machen kommen. Wir ergänzen die mal, dass wir uns den dann noch mitnehmen können. Da ist eine schwarze SMG, die brauche ich nicht. Haben wir... Nee, ne? Wir hatten nichts für Elemental dabei. Nee. Dann brauchen wir den nicht. Da ist nochmal eine schwarze SMG. Attack Speed while standing. Das wäre vielleicht... Nee, kein Risiko. 66, das Baby ist gut, aber erstmal machen wir das Ganze günstiger. Kaufen jetzt das Baby. Armor, Dodge, nein. Wir haben gesagt, wir machen ein Full-DPS-Bild. Und hoffen, dass wir den Endboss eigentlich nur noch aus dem Leben prügeln, wenn er denn dann auftaucht. Also wenn sie uns treffen, dann ist sowieso Feierabend. Also davon abgesehen.
Schön cool. So einen richtigen DPS-Bild habe ich so noch nie gespielt, weil ich immer geguckt habe, ja, noch ein bisschen mehr Ausrüstung, ein bisschen hiervon, davon. Und der hier, ja. Hau weg. Wir brauchen Gegner. Das ist schon kacke, wenn keine Gegner da sind. Aber läuft. Gut, nächste Runde, dritter Boss. Kriegen wir auch den dritten Boss down? Ich würde fast sagen, ja. Wird vermutlich nicht lange dauern. Schauen wir. Bäume, One-Hit sind sie auch so. Brauchen wir nicht extra mitzunehmen. Harvesting tausche ich nicht gegen 8 Damage. Die Triangel, ja komm, nehmen wir die Triangel mit. Theoretisch könnten wir das, glaube ich, sogar jetzt machen. Weil wir so schnell die Bosse töten, oder die Gegner, dass das keinen Unterschied macht. Aber ich will das Risiko nicht eingehen. So, wir nehmen den Ring. Oh, schade, dass er jetzt erst kommt. Da ist eine. Den recyceln wir. Und nehmen den mit. Ich will nur eine davon haben. Ich will, dass wir die SMGs behalten, damit wir die Gegner mehr anhitten und nicht instant töten. Max HP können wir eh nicht kriegen, deswegen ist das egal. Mehr Harvesting brauchen wir gerade auch nicht. Da haben wir super viel. Lifesteal könnten wir theoretisch mitnehmen. Aber erst in der nächsten Runde. Jetzt heißt es, zeig, was du kannst. Na, wo läufst du hin? Was willst du, hä? Du hast mir schon so oft Probleme gemacht, Freund. Und jetzt, was ist los mit dir? Jetzt haust du ab, ne? Ja, dachte ich mir. So. Ach, tat irgendwie ein bisschen gut innerlich, endlich mal Rache zu nehmen an dem Gegner, der mir die meisten Sorgen bisher gemacht hat, immer. Und auf einmal kann der nix. Okay. Jetzt keine großen Fehler machen und dann ist der Run auch geschafft, würde ich sagen. Ja, ich sag mal so, Level 25 werden wir auf jeden Fall nicht mehr erreichen. Da müssen wir uns keine großen Illusionen machen. Deswegen auch das Harvesting jetzt nicht so wichtig ist, aber ein bisschen mehr Geld zu kriegen, schadet auf jeden Fall nicht. Wer weiß, welches Item da noch auf uns im Shop wartet. Bullets, Range Damage geht hoch, Attack Speed geht um 10 runter. Wir sind bei 31. Okay, das heißt, wir werden jetzt hier Attack Speed mitnehmen wollen. Damage, nein, da 15 Attack Speed, weil die wollte ich jetzt nicht verlieren. Auch wenn ich gesehen habe, dass da Range Damage war. 10 Damage nehmen wir runter, das ist okay. Wir sind immer noch bei 53. Die SMG nehmen wir mit. Wir locken mal noch ein Baby. Harvesting brauchen wir nicht mehr. Turret brauchen wir auch nicht. Nächste Welle. Okay, Wave 18. Ja, was ist los, Leute? Kommt mal her. Ich brauche Gegner. So. Endlich mal ein Bild, der sowohl im AOE wie auch im Single Target echt stark ist. Vielleicht sollte ich den auch bei anderen Chars mal verwenden. Ich weiß es nicht. So. Er beruht halt komplett auf Lifesteal, ne? Das ist ganz klar. Aber dann habe ich gleich den nächsten Char fertig. Das freut mich. So, ich muss aufpassen. Ich darf mir ja nicht erlauben, zu viele von den Kugeln zu fressen, die hier rumfliegen. Aber da wir die ja auch instant töten, die Gegner, die die spawnen, haben wir da auch nicht das große Problem, dass es zu viele werden. Gut, abgeschlossen. So, das brauchen wir nicht, obwohl das hätten wir mitnehmen können. Harvesting wollen wir nicht haben. HP, wir nehmen nochmal Lifesteal dazu. Jetzt haben wir da eine blaue, das bringt mir nichts. Das Baby aber alles unwichtig. Schon wieder ein blauer Rocket Launcher. Crit, nee. Nee, alles nichts. Wave 19 wird abgeschlossen. Nee, gehen wir rein. Und wir sind auf dem Weg zum Endboss. So, was soll uns hier in dieser Wave aufhalten? Sind wir mal ehrlich. Die ist eh als Farm Wave eigentlich bekannt. Viele Gegner, alle schwach. Und ich bin auf den Endboss gespannt. So. Ziel ist es wirklich, ihn einfach nur aus dem Leben zu treten. Wir können halt nicht lange überleben.
Also jeder kleine Hit, den wir da abbekommen, tut richtig weh. Heißt, entweder er charge uns an und wir sind instant tot, oder aber er ist tot. Er oder wir. Ich hasse das eigentlich, so wenig auszuhalten. Wenn ich jetzt nicht so sicher wäre, dass unser Schaden ausreicht, den da zu zerstören, bevor er anfängt, böse zu werden, dann würde ich mir mehr Sorgen machen. So, aber das ist überstanden. Level 22 ist ein gutes Level, um zum Boss zu kommen. Elemental haben wir nicht dabei. Wir nehmen nochmal Attack Speed mit. XP gehen. Einfach so just for the lulz. Und wir kriegen den roten Rocket Launcher. Noch ein bisschen Life. Würmchen hätte ich sogar mitgenommen. Armor für Max HP tausche ich jetzt mal. Nicht mehr, geht auch nicht. Einmal Reroll, nur damit wir alles ausgegeben haben. Und der Boss kommt. Mal schauen, was er so drauf hat. Wo ist er? Da oben. Oh. Okay. Ganz knapp. Ich dachte, der hat mich gerade im letzten Moment gekriegt. Okay. Run ist gewonnen. Wir haben das Achievement Kranker bekommen. Sick ist gebrochen. Und damit haben wir ein neues Item. Lifesteal 4% und Knockback ist unten. Ja, so sieht es aus. War recht simpel, muss ich sagen. Auch wenn ich am Ende nochmal kurz einen Herzinfarkt gekriegt habe. Ich dachte echt, der hätte mich jetzt getroffen und da stand Run Lost. Aber nein, oben steht es eindeutig. Run 1, Danger 5, der Kranke ist abgeschlossen. Schreibt mir wieder in die Kommentare, wie ihr es gemacht habt. Ich bin immer gespannt, welche Alternativmöglichkeiten es gibt. Bedanke mich heute, dass ihr dabei wart. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Yuseko.